Hier ist Felix Lochnase. Ja, der Schallplattenhund Felix Lochnase. Vorne auf der Plattenhülle könnt ihr sehen, wie ich aussehe. Oben in der Ecke. Ich bin ein fröhlicher Hund. Ein fröhlicher, sprechender Schallplattenhund. Aber jetzt muss ich ruhig sein. Jetzt geht's gleich los mit Nesthäkchen, Nesthäkchen im ganzen Land. Bei allen Kindern bist du bekannt. Aber ich will nichts verraten. Hört zu und passt gut auf. Umhegt und wohlt geborgen im lieben Elternhaus. Lebst fröhlich ohne Sorgen, du hier Jahr ein Jahr aus. Du spielst mit deinen Puppen, willst ihre Mutti sein, kochst ihnen täglich Suppen, die schmecken alle fein. Nesthäkchen, Nesthäkchen im ganzen Land, bei allen Kindern bist du bekannt. Nesthäkchen, Nesthäkchen in nah und fern, haben die Kinder dich gern. Ja, umhegt und wohlgeborgen, so bin ich aufgewachsen. In einem schönen großen Haus, in einer langen Straße, durch die die Straßenbahn bimmelte. Heute bin ich eine Großmutter mit vielen Enkelkindern. Aber auch ich war einmal so ein kleines Mädchen wie ihr, mit zwei winzigen Blondzöpfen mit großen hellblauen Schleifen. Eigentlich heiße ich Annemarie, aber meine Eltern riefen mich meistens Lotte. Außer meinen Eltern hatte ich noch zwei Brüder, Klaus und Hans, die beide älter waren als ich. Zum Haus gehörten noch Hanne, die Köchin, Frieda, das Stubenmädchen und das Fräulein. Fräulein Lena war nur für mich da. Da waren auch noch Puck, das Zwerghündchen, und Mätzchen, das zitronengelbe Vögelchen, und natürlich meine Puppen. Ich hatte gleich mehrere. Irenchen, die einen Schulranzen trug, Marianne, die Schlafaugen hatte, die schwarze Lolo, das Negerkind, und das Baby, das immer schrie, wenn man es allzu sehr auf den Bauch drückte. Und Gerda. Nein, Gerda bekam ich erst zu Ostern. Ich erinnere mich noch deutlich daran, es war Ostersonntag, ganz früh am Morgen. Golden schien die Sonne vom Himmel, gerade in die Kinderstube hinein. Die Puppen lagen noch alle in festem Schlaf. Auch Fräulein Lena schlief noch. Aber dann musste sie plötzlich niesen. Hupsch! Kind! Annemie! Willst du wohl gleich wieder ins Bett? Es ist ja noch nicht einmal sechs. Ach, Fräulein, wann bist du bloß aufgewacht? Ich wollte doch so schrecklich gern mal den Osterhasen sehen, ob er auch recht viel Eier für mich hat. Wenn du so unartig bist und heimlich aus dem Bett kletterst, bringt dir der Osterhase überhaupt keine Eier. Der kommt nur zu artigen Kindern. Flink! Zurück ins Bettchen, Annemie, dass du nicht etwa krank wirst. Woher weiß der Osterhase denn, ob ich artig bin? Och, er lässt sich von allen Muttis und Fräuleins erzählen. Hat er dich auch schon mal danach gefragt? Ja! Oh. Hör jetzt endlich mit dem ewigen Gefrage auf und geh in dein Bett, Annemie. Oder soll ich erst böse werden? Nein, nein, aber mein liebstes, bestes, allersüßestes Zuckerfräulein. Sag mir doch bloß noch, wann der Osterhase da gewesen ist. Dann gehe ich auch gleich wieder artig ins Bett. Heute Nacht. Heute Nacht? Da hast du wohl mit ihm aus dem Schlaf gesprochen, Fräulein. Juhu, der Osterhase. Fräulein, da ist er. Ganz deutlich habe ich ihn gesehen. Schwarz war er und einen langen Schwanz hat er gehabt. Mit einem Satz ist er drüben über das Dach gesprungen. Du Schäfchen, das war sicher der schwarze Kater von unserem Hausmeister. Der Kater? Bewahre, das war der Osterhase. Ja, ich war fest davon überzeugt, dass ich den Osterhasen gesehen hatte. Tatsächlich fand ich später eine Menge Ostereier in der Kinderstube. Das Fräulein hatte Mühe, mich anzuziehen, weil ich ständig nach Ostereiern suchte. Auch das Zöpfeflechten bereitete Mühe, weil das Fräulein nicht ständig mit Kamm und Bürste hinterdrein konnte. Aber dann saß ich doch angezogen und gekämmt am Kaffeetisch. Na, endlich ausgeschlafen, Lotte. Ach, Vatchen, ich habe heute Morgen schon den Osterhasen übers Dach springen sehen. So. Ist
gibt ja gar keinen Osterhasen. Bist du noch ein dämliches Ding. Nur ganz gewöhnliche Hasen gibt es. Das ist nicht wahr. Du lügst. Was fällt dir ein? Ich bin kein Lügner. Ich hab... Aber Kinder, ist das unser Feiertagsfrieden? Wir wollen uns doch erstmal ein frohes Osterfest wünschen. Frohe Ostern, Mutter. Mutti, dürfen wir jetzt... Bitte, bitte, lass uns gleich Ostereier suchen. Meinetwegen. Hurra, hurra, 3 Stück. Halt, dort in der Notenschrank. Ein ganz großes. Da, unter der Blumentreppe, wieder eins. Nein, Klaus, das hier ist meins. Das habe ich zuerst gesehen. Kinder, pass doch auf. Die schöne Vase. Das war Klaus. Zur Strafe wird er vom Ostereiersuchen ausgeschlossen. Seht mal, wie viele Ostereier ich gefunden habe. Da, Klaus, such dir welche davon aus, weil ich doch schon solche Menge habe. Ja, danke. Hanne, ich habe eine ganze Menge Ostereier gefunden. Friederchen, wenn Sie mich ein bisschen mit der Teppichmaschine auskehren lassen, schenke ich Ihnen eins von meinen 15 Ostereiern. Puckchen, sieh mal, was ich hier habe. Du abscheulicher Puck. Gib mir das Osterei wieder. Gib es wieder her. Ja, lass dem Hund das Osterei, Annemarie. Du kannst es ja doch nicht mehr essen. Nanu, wer kann das sein? Sieh doch nach. Meine Mutter hatte mir streng verboten, selbstständig die Eingangstür zu öffnen, weil viele Patienten zu meinem Vater kamen. Aber heute war Ostersonntag. Da kamen keine Patienten. Neugierig, wie ich war, lief ich zur Wohnungstür und spähte durch den Briefschlitz. Wer ist da? Der Osterhase. Du, Großmama? Guten Tag, mein Herzchen. Ja, warum lässt du denn den Osterhasen nicht rein? Weil Mutti es nicht erlaubt und du ja auch gar kein richtiger bist. So, nur wenn ich kein Osterhase bin, dann kann ich dir wohl auch kein Osterei bringen. Ach, du bist meine liebste, beste Osterhasen, Großmama. Aber nun zeige mir auch bitte, bitte, was in dem Paket drin ist. Dann pack es doch mal aus. Eine Puppe! Eine Osterhasenpuppe! Ach, ist die süß! Ich glaube, du freust dich gar nicht mit deinem neuen Töchterchen, was? Du hast am Ende schon zu viel Kinder. Ach, Großmutti, ich danke dir 1000 Mal. Das ist mein allerschönstes Osterei. Mutti, du kannst ein neues Enkelchen bekommen. Na und, wie wird denn mein neues Urenkelchen heißen, hm? Nenn es doch Gertrud. Nach Großmama. Ach nee, Gertrud heißen doch nur alte Damen. So nenn es Gerda. Und dabei blieb es. Gerda wanderte auf meinem Arm in die Kinderstube und wurde Fräulein und sämtlichen Brüdern und Schwestern vorgestellt. Bald spielte ich nur noch mit Gerda. Und wenn Fräulein Lena mit mir im Tiergarten spazieren ging, dann fuhr Gerda im Puppenwagen mit. Gerda war immer bei mir. Ich trug sie ständig auf meinem Arm, auch als ich Frieda beim Fensterputzen zusah. Nicht wahr, Gerda? Es ist schön auf der Welt. Du, Friederchen, lass mich mal die Fenster putzen. Bewahre, Annemiechen, du fällst aus dem Fenster. Denk mal 2 Treppen hoch, da kommst du nicht lebendig unten an. Der Hausmeister würde mich schon auffangen, wenn er gerade unten im Garten ist. Er ist aber nicht da. Und der liebe Gott würde auch schon auf mich aufpassen, dass ich nicht rausfalle. Der liebe J hat so viel zu tun, der kann nicht auch noch auf jedes unvorsichtige kleine Mädchen Acht haben. Der liebe Gott kann alles zu gleicher Zeit sehen. Der hat vorn und hinten Augen, nicht wahr, Gerda? Annemie, du hast ganz vergessen, deine anderen Kinder heute in ihren Garten auf das Blumenbrett zu schicken. Ach, die Alten. Ich habe ja jetzt ein neues, süßes Nesthäkchen. Denk mal, Lotte. Wenn ich mich nicht mehr um Hans und Klaus kümmern würde, weil ich ja dich, mein Nesthäkchen, habe. Das wäre doch traurig für die beiden, nicht? Meine Mutter hatte recht. Eine Mutter muss für alle ihre Kinder da sein. Auch eine Puppenmutter. Ich wurde rot und schämte mich. Dann ging ich in die Kinderstube zu meinen Puppen. Ich spielte mit ihnen die Reise nach Amerika. Sogar Kurt, der Schlingel, durfte mitspielen. Tut, tut! Steigen Sie ein, meine Herrschaften. Nehmen Sie Platz, meine Damen. Fräulein Gerda und Fräulein Irenchen in der 1. Klasse. Nein, Lolo, du kommst mit Mariannchen in die 2. Klasse. Das Baby kommt auf Irenchens Schoß.
Schließlich ist sie die Älteste. Hurra, wir fahren nach Amerika. Ich bin der Herr Kapitän. Und du, Kurt, kannst Steuermann sein. Stell dich hier an den Mastbaum des Schiffes. Haben Sie alle Fahrkarten, meine Herrschaften? Na, dann kann die Reise ja losgehen. Der blaue Teppich ist das Meer. Oder vielmehr der große Ozean. Ich habe erst gestern gehört, wie Hans das für die Geographiestunde gelernt hat. Abfahrt! Tut! Wir fahren nach Amerika! Hurra! Willst du auch mit nach Amerika reisen, Puppchen? Dann darfst du mein neuer Steuermann sein. Was heißt das nun? Ja oder nein? Pass doch auf, Puckchen! Bums! Da hast du mein Schiff umgekippt. Himmel! Rette sich, wer kann! Du hast es gut. Immer nur spielen. Was denn? Ist die Schule schon aus? Heute sind wir früher rausgekommen. Was spielst du denn da? Reisen nach Amerika. Aber das Schiff ist gerade gekentert. Komm an, Marie. Ich mache dir ein Schiff aus Papier. Das ist dann das Rettungsboot. Ach ja, Hänschen. Wenn wir in den Tiergarten spazieren gingen, Fräulein und ich, stand immer der Hausmeister vor der Haustür, der beinahe so viel war wie der Kaiser, die tutenden Autos, die Schokoladenautomaten und der goldene Engel hoch oben auf der Siegessäule. Die Bäume im Tiergarten hatten ihr neues, hellgrünes Maikleid angelegt. Die Vögel flöteten ihre Frühlingslieder, herrlich blühte der Flieder. Ach, Hanne und Frieda, die haben es gut. Gut? Wieso haben die beiden es gut? Die brauchen nicht im alten Tiergarten spazieren zu gehen. Die dürfen den ganzen Tag klopfen, bürsten, fegen und seifen. Ja, zu Hause wird groß reine gemacht. Ach, wie ich Hanne und Frieda beneide. Bist du auch traurig, Fräulein, dass du nicht mit reine machen kannst? Nein, ganz und gar nicht. Ich gehe viel lieber spazieren. Du doch auch, Annemiechen. Ach wo, ich mache viel lieber sauber. Weißt du was, Fräulein? Ich wollte, es regnete alle Tage, dass ich zu Hause bleiben müsste. Das kann schneller kommen, als du denkst, Liebling, denn das Barometer scheint zu fallen. Regnet es dann, wenn das Barometer fällt? Ja, dann gibt es jedes Mal schlechtes Wetter. Als ich vom Spaziergang nach Hause kam, war mein erster Weg nicht wie sonst in die Kinderstube zu den Puppen. Mit Hut und Mantel lief ich in Vaters Sprechzimmer zum Barometer. Nein, es war noch nicht gefallen. Es hing noch ganz fest an der Wand. Als ich in die Kinderstube kam, sagte meine Mutter, »Morgen wird hier reine gemacht.« »Au, fein! Da kann ich nicht spazieren gehen.« »Du bist durchaus dazu nicht nötig, mein Herzchen. Wir werden auch gut ohne dich fertig.« »Oh!« »Im Gegenteil, noch schneller, wenn du uns nicht im Wege stehst.« »Aber meine Puppenküche muss ich doch reine machen. Da darf die Hanne nicht dran. Die zerschlägt mir bloß meine Teller.« Du hast erst gestern gesagt, Mutti, die Hanne zerschlägt alles. Ich werde die Puppenküche selbst übernehmen. Bist du nun zufrieden, Lotte? Nein, gar nicht. Wenn meine Kinderstube reine gemacht wird, muss ich dabei sein. Im Kaufmannsladen weißt selbst du nicht so gut Bescheid, Muttchen. Meine Puppenbettchen muss ich mir auch selbst klopfen und frisch beziehen. Ach, wenn's doch morgen bloß regnen wollte. Als auch am Nachmittag noch immer keine Wolken heraufziehen wollten, fasste ich einen kühnen Entschluss. Ich wollte selbst schlechtes Wetter machen. Ich ging in Vaters Sprechzimmer und gab dem Barometer einen starken Stoß. Es schwankte, es hopste und da sprang es erschreckt von seinem Nagel herab und fiel zur Erde. Dort lag es nun. Das Glas war entzwei, die Zeiger verbogen. Aber draußen schien noch immer die Sonne. Scheu schlich ich mich davon. Nach einer Weile hörte ich die Stimme meines heimgekehrten Vaters. Er kam von einem Patientenbesuch zurück. Nun möchte ich bloß wissen, wer mir das teure Barometer wieder kaputt gemacht hat. Das ist doch sicher beim Reinemachen passiert. Ausgeschlossen. Wir haben doch aufgepasst. Nicht wahr, Frieda? Jawohl, gnädige Frau. Wir sind das nicht gewesen. Fräulein, schicken Sie mir die Jungen in mein Zimmer, wenn sie aus der Turnstunde kommen. Hast du gehört, Gerda? Vater glaubt, die Jungs hätten es getan. Ja, ja. Du hast ganz recht. Ich gehe ja schon.
Du, Fattchen? Na, Lotte, was willst du? Ich... Na, was hast du auf dem Herzen, meine kleine Lotte? Ich habe das Barometer fallen lassen. Du? Was hast du denn an meinem Barometer zu suchen, Annemarie? Hast du Annemarie gesagt? Ja, ich habe Annemarie gesagt. Oh weh. Also was hast du an meinem Barometer zu suchen? Rede. Ich wollte doch so schrecklich gern, dass es morgen regnet, weil doch meine Kinderstube reine gemacht wird. Und Fräulein hat gesagt, wenn das Barometer fällt, gibt es schlechtes Wetter. Und darum hat meine dumme kleine Lotte es fallen lassen? Ja. Also, dann pass mal auf. Siehst du, Lotte, der blaue und der goldene Zeiger hier, die jetzt verbogen sind. Die zwei sind schrecklich klug. Sie wissen ganz genau schon im Voraus, was es für Wetter gibt. Wenn es schön wird, steigen sie auf eine höhere Zahl. Wird das Wetter schlecht, so rücken sie auf eine niedrigere Zahl. Und dann sagt man, das Barometer fällt. Aber das bleibt trotzdem ruhig an der Wand hängen. So, nun weißt du Bescheid. Bist du auch nicht mehr böse, Fattchen? Ich will es auch nie mehr wieder tun. Dass du mir nicht wieder an meine Sachen gehst. Nein, nie wieder. Und das Wettermachen überlasse künftig lieber unserem Herrgott, Lotte. Lieber Gott, mach doch, dass es morgen regnet, hagelt und schneit, weil doch das Barometer nun kaputt ist und nicht mehr dafür sorgen kann. Eines Tages, als wir auf dem Spielplatz waren, ich fuhr gerade Gerda im Puppenwagen spazieren, packte mich Fräulein Lena bei der Hand und riss mich fort. Mein Puppenwagen! Meine Gerda! Du wartest hier, Annemie. Ich hole deinen Puppenwagen. Ja, aber... So, jetzt können wir gehen. Komm! Warum? Es ist doch noch so früh. Kannst du nicht hören? Fräulein, sei doch wieder gut zu mir. Ich will es auch nie wieder tun. Was denn, Annemiechen? War ich denn nicht unartig? Unartig? Nein. Warum bist du denn böse und gehst mit mir nach Hause? Ich bin nicht böse, Herzchen. Nur ängstlich bin ich, dass du dich angesteckt haben könntest. Angesteckt? An dem Spielplatz waren Kinder mit Keuchhusten. Keuchhustenkinder? Davor hat Mutti mich immer gewarnt. Aber ich habe mich schon so lange heimlich gewünscht, welche zu sehen. Hoffentlich hast du dich nicht angesteckt. Ich habe mich bestimmt nicht angesteckt, Fräulein. Ich war ja so warm angezogen und tuste ja auch kein bisschen. Aber warum soll ich meinen Puppenwagen nicht selbst fahren? Du darfst heute den ganzen Tag weder an den Wagen noch an deine Gerda heran, hm? Wir müssen beide erst gründlich reinigen, damit du dich nicht etwa daran ansteckst. An meine Gerda? Ist sie denn auch ein Keuchhustenkind? Ich war über Fräuleins Vorsichtsmaßregel sehr verwundert. Aber zu Hause musste ich mich noch mehr wundern. Meine Mutter und Fräulein bestanden darauf, dass Gerda heute im Freien auf dem Balkon schlafen sollte. Am nächsten Tag durfte ich mir endlich wieder mein Puppenkind holen, nachdem Fräulein Gerda andere Sachen angezogen und sie mit einem abscheulichen Parfüm besprengt hatte. Pfui, Gerda! Du riechst ja wie Vatis Sprechzimmer. Weißt du, ich würde dich ja gern in mein Bett legen, wenn du nur nicht so grässlich riechen würdest. Nun? Hast du mir nichts zu sagen, Gerda? Fräulein, ich weiß gar nicht, was ich mit dem ungezogenen Kind anfangen soll. Vielleicht ist sie krank. Krank? Ja, das ist möglich. Am Ende hat sie den Keuchhusten. Am besten, ich messe mal Fieber. Da haben wir's. Sie hat 76 Grad, Fräulein. Das Kind hat schrecklich hohes Fieber. Es muss sofort ins Bett. Komm, Puckchen, du bist der Doktor. Gerda, das ist Dr. Puck. Nun, was hat das Kind? Tut mir leid, Dr. Puck. Ich kann sie nicht verstehen. Ich glaube, ich muss zu einem berühmten Professor gehen. Der berühmte Professor war natürlich niemand anders als mein Vater. Es war nach der Sprechstunde und die Patienten waren schon alle wieder gegangen, als ich an die Tür des Sprechzimmers klopfte. Herein.
Guten Tag, Herr Doktor. Mein Kind ist so krank. Oh, das tut mir aber leid. Treten Sie näher, gnädige Frau. Bitte setzen Sie sich. Danke. Zeigen Sie mir die Kleine mal her, gnädige Frau. Bitte. Na, mein Herzchen, wo fehlt's dir denn? Ich glaube, das Kind hat den Keuchhusten. Hustet sie denn sehr? Nein, gar nicht. Aber sie hat 99 Grad Fieber. Na, dann werde ich ihr Töchterchen mal schnell wieder gesund machen, gnädige Frau. Ah, da ist ja mein Hörrohr. Nun, was hören Sie? Nichts. Die Kleine scheint sich nur erkältet zu haben. Nicht mal Keuchhusten? Nein, sie hat nur etwas an den Drüsen. Ich werde ihr einen Verband machen, dann ist sie morgen wieder ganz gesund. So schnell? So, gnädige Frau, nun ist die Kleine fertig. Wünschen Sie noch was? Ich möchte so schrecklich gern auch solch einen feinen Verband haben. Sie, gnädige Frau? Aber Sie sind doch ganz gesund. Oder fehlt Ihnen irgendetwas? Meine Däume tun mir so weh. Das kann am Ende Lungenentzündung werden. Ich werde Ihnen ein Rezept verschreiben, gnädige Frau. Nehmen Sie tüchtig Waschungen mit Seife vor. Adieu, Herr Doktor. Am nächsten Tag durfte die Puppe Gerda ihren Verband abnehmen und war wieder ganz gesund. Den Keuchhusten aber bekamen wir alle beide nicht. Eines Tages, als ich mit meinen sämtlichen Puppenkindern in ihrem Garten draußen auf dem Blumenbrett saß, betrat ein ziemlich zerlumpter alter Mann den Hof, der einen Kasten vor sich herschob. Der Leierkastenmann ist da. Mutti, oh bitte, schenk mir doch einen Sechser für den Leierkastenmann unten. Da hast du deinen Sechser, Lotte. Wickel ihn in Zeitungspapier. Hier. Mein Geld ist ertrunken. Da liegt es, in der Regenpfütze. Keine Angst. Der Mann hebt es schon auf. Da, siehst du? Er fährt mit seinem Wagen heran. Schönen Dank auch, kleines Fräulein. Sieh mal, Mutti, er hat sogar seinen Hut abgenommen. Jetzt spielt er nur für dich, Lotte. Er spielt gut, nicht wahr? Nesthäkchen, Nesthäkchen im ganzen Land. Bei allen Kindern bist du bekannt. Nesthäkchen, Nesthäkchen in nah und fern. Haben die Kinder dich gern? Was? Meine Lotte will mich morgen also wirklich allein lassen und in die weite Welt hinausfliegen? Mutti bleibt ja bei dir. Und du fährst doch dann auch selbst mit ihr fort in die Schweiz. Aber wenn du so schrecklich gern willst, Vatchen, lass ich Fräulein Lene und Klaus allein zu Onkel und Tante aufs Gut fahren und komme lieber mit euch. Möchtest du das denn so gern? Ja, schrecklich gern. So schwer wird dir die Trennung von uns, Lotte? Ach, bewahre! Aber weißt du, Vatchen, in der Schweiz, da kann ich doch den ganzen Tag Schweizer Käse essen, so viel ich nur will. Den esse ich so schrecklich gern. Und die Löcher esse ich am liebsten. Na, Annemiechen, willst du mir beim Kofferpacken helfen? Fräulein, hast du noch viel Platz? Ich kriege Irenchens Schulmappe gar nicht hinein. Und Babys Zuckerdose klemmt auch schon. Aber Annemiechen, was willst du denn bloß mit all dem Zeug? Meine Kinder wollen doch auch mit aufs Land. Irenchen muss sich rote Backen holen. Marianchen soll mit ihrem schlimmen Auge viel ins Grüne gucken. Und Lolo würde ich auf die Bleiche legen, damit sie weiß wird und kein Negerkind mehr ist. Was? Das halbe Dutzend Puppen gehören willst du Tante Käthe ins Haus schleppen? Ja, natürlich. Sie wird sich sehr freuen. Und Cousine Ellie auch, wenn sie auch schon 12 Jahre alt ist. Nein, Lotte, das geht nicht. Eine Puppe magst du mitnehmen. Die anderen bleiben hier. Nun such dir eine aus. Nur eine? Ja, nur eine. Wenn ich bloß wüsste, welche ich mitnehmen soll. Du siehst doch, sie wollen alle mit. Sieh nur, wie traurig sie sind. Nein, Gerdachen, hab keine Furcht.
Du kommst mit. Wie werde ich mich denn von meinem süßen Nesthäkchen trennen? Und ich muss mein Nesthäkchen hergeben. Und dafür kriegst du ja so viel Schweizer Käse. Da hast du recht. Nanu, du stehst ja auch noch hier. Was willst du mit dem Puppenwagen, Annemiechen? Fräulein, da hättest du bald was Schönes gemacht. Den hättest du doch ganz sicher vergessen, nicht wahr? Aber Annemie, das Riesending können wir doch nicht mitnehmen. Ja, aber meine Gerda muss doch spazieren fahren. Ja, ja, da findet sich schon was. Ein Puppenwagen von deiner Cousine Elli steht bestimmt noch in der Rumpelkammer. Was bringst du denn jetzt noch herbei? Bist du denn ganz und gar nicht gescheit? Metzi muss doch mit. Er verhungert, wenn ich ihm nicht Futter und Wasser gebe. Hast du Frieda vergessen? Die kümmert sich schon um Mätzchen. Eigentlich ist es schon am Tage vor der Reise so schön, dass man gar nicht erst zu verreisen braucht. Übrigens, Klaus musste seine Schmetterlingssammlung auch zu Hause lassen und seine Festung mit sämtlichen Regimentern. Früher spielten Jungen nämlich immer mit Soldaten. Vater und Mutter waren noch zärtlicher als sonst. Hanne, die Köchin, ließ mich überall naschen und Hans schenkte mir zum Abschied einen großen Radiergummi. Gerda, auf die alle Puppen nun neidisch waren, saß schon reisefertig in der Kinderstube. Ich musste früh ins Bett, aber am anderen Morgen bekam ich kaum die Augen auf, als mich Fräulein ganz früh weckte. Annemie, wach auf, schnell! Der Zug geht ab! Hurra, wir verreisen! Schnell, Fräulein, der Zug geht ab! Nun, zuerst wollen wir dich mal anziehen. So viel Zeit haben wir noch. Morgen, Mutti. Morgen, Vatchen. Seht mal, wer die Reise noch mitmacht. Der Teddybär? Soll der etwa auch mit? Ja, der kommt auch mit. Kind, Bären gehören doch nicht auf ein Gut. Der Teddybär kriegt doch keine roten Backen von der Landluft. Warte es nur ab. Hör zu, Annemiechen, dann bleibst du auch zu Hause. Ich? Zu Hause bleiben? Nee. Dann bleibt der Teddybär hier. Na schön. Ruh dich hier aus. Du, Frieda, pass gut auf meine mutterlosen Kinder auf. Wird gemacht. Ich bin fertig. Meinetwegen kann's losgehen. Wir auch, nicht wahr, Annemie? Meinetwegen kann es losgehen. Das Auto, das euch zum Bahnhof bringt, kommt sofort. Vater und Mutter brachten uns zum Bahnhof. Dort gab es großes Abschiednehmen. Sei folgsam und artig, Lotte. Klaus! Fräulein schreibt mir alle Tage über dein Betragen einen Brief. Denke dran, wenn du etwas Ungezogenes tun willst. Und grüß Onkel Heinrich und Tante Käthe schön. Abfahren! Wir fahren! Wir fahren! Seht ihr, nun habt ihr die Dame gestört. Verzeihen Sie, gnädige Frau.
Das macht ja nichts. Weißt du was, Annemiechen? Schlaf du auch ein bisschen, ja? Nein, ich kann nicht schlafen. Sonst kommt der alte Wind wieder und weht am Ende meine Gerda aus dem Fenster. Ich pass schon auf. Mir fielen tatsächlich die Augen zu. Aber Fräulein muss auch geschlafen haben, sonst hätte sie doch gemerkt, dass Klaus die Bonbons mauste, die mir Großmama zum Abschied geschenkt hatte. Als ich wieder aufwachte, war das Bonbonkörbchen leer. Aber da waren wir auch schon am Ziel. Der Zug hielt auf einer kleinen Station. Und dann kam Onkel Heinrich. Na, du drei Käse hoch, bist du da? Ich bin nicht allein. Fräulein und Klaus sind auch mitgekommen. Ja, das sehe ich. Immer noch solch ein Bandit wie früher, Junge? Na, dann kommt man. Geben Sie her, Fräulein, den Koffer trage ich. Wo gehen wir denn jetzt hin? Zum Wagen. Hast du immer noch dieselben Pferde, Onkel? Ja, die Liese und der Hans. Komm, mein Junge, du darfst die Zügel halten. So, da wären wir. Steigt ein. Klaus kommt zu mir auf den Kutschbock. Und ich? Du kommst mit dem Fräulein hinten rein, wo die feinen Damen sitzen. Hast du gehört, Gerda? Wir sind Damen. Du auch. Und du kommst auch hinten rein. Auf meinem Schoß. Lü! Wir mussten eine Stunde mit dem Wagen fahren, um nach Gut Arnsdorf zu gelangen. Um ehrlich zu sein, ich hielt fest schlafend Einzug bei Tante Käthe. Die Reise mit der Eisenbahn und die lange Wagenfahrt hatten mich müde gemacht. Auch Gerda hatte ihre Schlafaugen zugeklappt. Aber am nächsten Morgen war ich früh wach. Der Hahn weckte mich. Aber Annemie, Kind, was fällt dir denn ein? Gleich legst du dich hin und schläfst weiter. Hast du nicht gehört, Fräulein? Der Hahn ist schon wach. Dann müssen wir auch aufstehen. Auf einem Gut schläft man überhaupt nicht so lange, sagt Frieda. Sei ruhig, Herzchen, und störe mich nicht. Was sagst du dazu, Gerda? Gefällt es dir hier? Warum antwortest du nicht? Bist du auch noch so müde wie Fräulein? Da hörst du es. Die Tauben sind auch schon wach. Alle sind wach, nur Fräulein schläft noch und du, Gerda. Annemie, du hast mir doch versprochen, still zu sein. Ja, richtig. Komm nicht wieder vor, Fräulein. Ich hatte es nur vergessen. Das sind die Kühe. Du hast doch nicht etwa Angst vor den Mokühen, Gerda? Die beißen nicht. Hör mal, Gerda. Das sind Schafe. Komm, die müssen wir uns ansehen. Eins, zwei, drei. Och, sind das aber viele Schafe. Nun sieh dir mal das an, Gerda. Alle sind wach. Der Hahn, die Tauben, die Mohkühe, die Schafe, die Knechte und sogar Onkel Heinrich. Guten Morgen, Onkel Heinrich. Bitte, schenk mir doch eins von deinen süßen kleinen Schäfchen. Du hast ja so viele. Wie wäre es, wenn du zu uns in den Hof kommen würdest? Ich komme! Das ließ ich mir natürlich nicht zweimal sagen. So ein Gutshof ist etwas Aufregendes. Besonders für ein kleines Mädchen aus der Stadt, die Tiere nur aus Bilderbüchern und aus dem Zoo kennt. Ich stürmte Gerda im Arm die Treppe hinunter, so wie ich war, im Nachthemd. Und dann standen wir zwei Hemdenmetze vor Onkel Heinrich auf dem Hof. Na, du Krabbe, bist du etwa dem Fräulein ausgekniffen? Du wirst dich erkälten. Hier hast du meine Lodenjoppe. Wickelt euch da hinein, du und deine Puppe. So, wo lasse ich dich jetzt bloß, Krabbe? Nicht wieder in der Fremdenstube, bitte. Ich muss jetzt aufs Feld reiten.
Du kannst mich ja ruhig mitnehmen, Onkel Heinrich. Auf dem großen Schaukelpferd von Klaus bin ich schon oft geritten. Und auf Vaters Schultern auch. Du solltest es mal sehen. Ich falle nicht runter. Wir wollen mal sehen, ob Tante schon so weit ist. Ah, da bist du ja, Käthe. Na, ausgeschlafen, Herzchen. Also so siehst du aus, Tante Käthe. Ja. Genau wie Mutti. Bloß schimpfen musst du noch, dass ich Fräulein Lina fortgelaufen bin. So fortgelaufen bist du deinem Fräulein. Na, aber was ziehe ich dir denn nun an, Herzchen? So kannst du doch nicht herumlaufen. Und Fräulein wollen wir nicht stören, nicht? Halt, ich hab's. Da ist noch ein ausgewachsener Waschanzug von Peter. Der wird dir gerade passen. Au, oh, ja, fein. Zuerst musste ich den Waschanzug anziehen. Dann frühstückten wir. Dabei lernte ich auch Elli, meine Cousine, und meine Vettern Peter und Herbert kennen. Danach gingen wir die Ställe besichtigen. Die Pferde ließen sich gar nicht so leicht mit Zucker füttern, auch das kleine Pony nicht. Und die Kühe muten nicht nur, sie schlugen auch mit dem Schwanz um sich. Keine Angst, Gerda. Die beißen nicht. Sieh mal, das ist ja die Kuh aus meinem Bilderbuch. Quatsch, das ist doch eine lebendige. Na, dann ist das eben ihre Schwester. Sie sieht ihr genauso ähnlich wie Tante Käthe meiner Mutti. Weißt du auch, was uns die Kuh gibt? Hör mal, das weiß doch sogar meine Gerda, dass man die Milch von der Kuh kriegt. Ah, und der Kaffee, wo kommt der her? Natürlich vom Pferd. Und das ist genauso braun. Sollen das wirklich Schweine sein? Aber ja, was denn sonst? Die sind ja gar nicht richtig. Die Ferkel in meinem Bilderbuch sehen alle rosenrot aus und riechen auch nicht so abscheulich. So, nun wollen wir in den Garten gehen. Lauter Stiefmütterchen und vergiss mal nicht. Und die vielen Gänseblümchen. Pflück dir doch welche. Wir wollen für deine Gerda einen Kranz machen, Annemiechen. Darf ich denn auf den Rasen treten? Natürlich. Gibt es denn hier keinen Tiergartenwächter? Nein, Annemie. Hier darfst du laufen, wohin du willst. Ach, ist das schön bei euch. Ich will nie wieder in den euren Tiergarten. Sieh mal, die Enten. Bereits am nächsten Tag hatte ich einen verdorbenen Magen. So viel hatte ich durcheinander gegessen. Aber die Wochen in Arnsdorf waren herrlich. Leider vergingen sie viel zu schnell. Jeder Tag brachte etwas Neues, Schönes. Aber eines Tages war plötzlich Gerda verschwunden. Es ist schrecklich mit dem Kinde. Sie ist hier in Arnsdorf total verwildert. Wer weiß, wo sie sich jetzt wieder rumtreibt. Hey, suchst du was? Meine Puppe ist verschwunden. Frag doch mal unseren Räuberhauptmann. Vielleicht hat er sie gesehen. Mein Kind ist gestohlen worden. Der Räuberhauptmann hat meine kleine Gerda gestohlen. Und gib mir meine Gerda wieder. Ich will meine Gerda wieder haben. Warum läufst du uns nach? Klaus, wo hast du meine Gerda gelassen? Die Prinzessin sitzt in einer Höhle gefangen. Du sollst sie aber wiedergeben, du alter Räuber. Meine kleine Gerda graut sich so alleine. Was zahlst du denn als Lösegeld? Meinen neuen Kreisel. Und einen Marienkäfer. Und dann noch meine ganze Erdbeermilch. Noch nicht genug. Nichts da. Bandit, du schaffst die Puppe sofort ohne jedes Lösegeld her. Sonst bekommst du überhaupt keine Erdbeermilch. Das geht nicht. Wieso? Es ist etwas Schreckliches passiert. Was? Was denn? Die Kuh hat die Puppe aufgefressen. Ich hatte sie in der Futterkrippe versteckt und... Und jetzt ist sie leer. Meine arme Gerda. Ja, du brauchst nicht zu weinen. Nicht? Wo meine kleine Gerda tot ist? Sie ist nicht tot. Nicht? Ja, aber... Unser Bandit hat sich geirrt. Nicht die Kuh hat sie aufgefressen. Ich habe sie aus der Futterkrippe genommen. Da hast du sie wieder. Oh, Gerda, du lebst. Diesmal habe ich die Puppe noch errettet. Aber wehe dir, du Bengel, wenn du ihr noch mal auch nur ein Härchen krümmst. Thank you.
Das war der letzte Streich von Klaus in Arnsdorf, denn am nächsten Tag ging es nach Hause. Eigentlich sollte ich im Oktober in die Schule kommen. Ich war auch schon angemeldet, aber dann war die städtische Mädchenschule in der Nähe überfüllt. So wurde ich erst für Ostern vorgemerkt. Eine Zeit lang ging ich in den Kindergarten, weil es zu Hause so langweilig war. Und dann kam die Zeit, da Knecht Ruprecht abends an den Türen der Kinderstuben herumhorcht, ob die Kleinen am Tage auch brav gewesen sind und schöne Weihnachtsgaben verdienen. Wie alle Kinder war ich vor Weihnachten besonders artig. Auch mit Klaus vertrug ich mich. Eines Tages musste Fräulein alle meine Weihnachtswünsche auf einen Bogen Papier schreiben. Also erstmal eine kleine Sprechstunde, wie Vater hat. Aber Annemiechen, das kann dir der Knecht Ruprecht doch nicht bringen. Sowas gibt es doch gar nicht für Kinder. Doch, eine kleine Puppensprechstunde. Und ich bin der Herr Doktor. Bitte, bitte, schreib es doch auf, Fräulein. Also gut, eine kleine Sprechstunde. Dann möchte ich so schrecklich gern ein kleines Warenhaus Wertheim haben. Aber mit einem richtigen Fahrstuhl und mit einem Erfrischungsraum für meine Puppen. Und ein Spielzeuglager muss auch drin sein. Nein, Kind, wenn du keine anderen Wünsche hast, lacht uns ja Knecht Ruprecht aus. Ja, die anderen kommen auch gleich. Und für deine Kinder wünschst du gar nichts? Du bist ja eine selbstsüchtige kleine Mutter. Auch für meine Puppengüren brauche ich noch ganz schrecklich viel. Für Irenchen bestelle ich mir rote Backen und ein Korsett. Ein Korsett? Und für Mariannchen ein paar neue Augen. Braun sollen sie sein. Und einen kleinen Regenschirm. Lolo könnte vielleicht zwei neue Däume gebrauchen. Denn ihre sind abgeschlagen. Und einen weißen Federhut dazu. Meinst du nicht auch, Fräulein, dass es gut zu ihrem schwarzen Gesicht passen würde? Ja, sehr gut. Das Baby wird diese Weihnachten auch schon 3 Jahre. Und es liegt immer noch im Steckkissen und hat keinen einzigen Zahn. Und nun zu meinem Nesthäkchen. Komm, Gerdachen. Was wünschst du dir denn? Sag's mir mal ins Ohr. Oh, Fräulein, sieh bloß mal. Gerda ist ja ein Kahlkopf geworden. Wahrhaftig, die Lockenperücke fehlt. Wie kommt das? Du hast Gerda vorhin gebadet. Ja, das hab ich. Kinder muss man doch baden. Die Perücke ist durch das Badewasser abgeweicht. Das ist nicht so schlimm. Ach, meine arme, arme Gerda. Wie weh muss ihr das tun? Man sieht ihr das ganze Gehirn und alle Gedanken in ihrem Kopf. Vater macht ihr einen Verband und Knecht Ruprecht bringt ihr neue Haare. Ob sie sich vielleicht über Zöpfe freuen würde? Nein, lieber Schnecken. Weil sie doch jetzt schon groß ist und mit in den Kindergarten geht. Also schön, dann schreibe ich auf Haarschnecken für Puppe Gerda. Aber wenn Knecht Ruprecht nun die Haarschnecken vergisst, dann muss die arme Gerda ihr Leben lang als Kahlkopf durch die Welt laufen. Ach, das wird er schon nicht vergessen, Herzchen. Ich habe sie mir aufgeschrieben. Und zum Überfluss kann ich ihn ja noch mal daran erinnern. Sprichst du ihn denn, Fräulein? Ja, freilich. 4 Wochen vor Weihnachten, da fragt er jeden Abend bei mir an, ob du auch artig oder unartig am Tage gewesen bist. Erzählst du denn immer alles ganz genau, Fräulein? Jedes Mal, wenn ich geheult habe? Natürlich. Ich muss ihm doch die Wahrheit sagen. Lass dich bloß nicht aus Versehen mal in den Sack stecken, Fräulein. Ich werde mich schon vorsehen. Elli hat mir erzählt, dass sie in Arnsdorf einen besonders guten Knecht Ruprecht haben. Aber Herzchen, es gibt doch nur einen Knecht Ruprecht für die ganze Welt. Das ist doch ein und derselbe in Arnsdorf und in Berlin. Auch für Amerika? Aber natürlich, sogar für Afrika. Na, dann möchte ich aber wissen, wie der in einem Abend in Berlin und in Amerika, in Arnsdorf und in Afrika nach all den 4 Kindern fragen kann. Dann hätte er sicher 7 Meilenstiefel. Oder wenigstens ein Flugzeug. Es wird wohl ein Flugzeug sein. Ich habe es schon manchmal abends surren hören. Seitdem horchte ich jeden Abend, wenn ich mit Gerda im Bett lag, ob ich nicht das Flugzeug surren hörte. Meistens schlief ich darüber ein. Aber eines Abends... Du, Gerda, hörst du? Das ist Knecht Ruprechts Flugzeug. Hörst
Hörst du ihn? Ob er jetzt zu Fräulein geht? Nichts zu hören. Fräulein wollte ihm doch Bescheid sagen. Mein armes Gerda-Kind. Wenn Fräulein nun vergisst, Knecht Ruprecht zu bestellen, dass du neue Haare brauchst. Als Kahlkopf kannst du doch nicht mit in den Kindergarten. Da lachen dich die anderen aus. Weißt du was? Ich gebe dir einen von meinen Zöpfen ab. Ich habe ja zwei. Ich sprang aus dem Bett und tappte zum Kinderstubentisch. Dort hatte das Fräulein ihren Nähkasten mit der großen Schere stehen lassen. Ritsch, ratsch, schnipp, schnapp machte die Schere. Da war der eine Rattenschwanz ab. Es war ganz einfach gewesen. Aber am nächsten Morgen gab es große Aufregung. Annemie, um Himmels Willen, was hast du bloß gemacht? Was soll ich denn gemacht haben, Fräulein? Wo hast du bloß deinen einen Zopf gelassen? Der ist meiner Gerda über Nacht angewachsen. Sieh mal. Du hast dir den Zopf abgeschnitten? Aber Kind, Annemie, wie kannst du dir den Zopf abschneiden? Schämst du dich denn gar nicht? Was wird Mutti bloß sagen? Ich wollte doch bloß meiner Gerda ein Zöpfchen abschenken, weil sie doch nicht als hässlicher Kahlkopf rumlaufen kann. Lotte! Lotte, wie siehst du denn aus? Weißt du nicht, dass du keine Schere anfassen darfst, du ungezogenes Kind? Nun muss ich dir auch noch den anderen Zopf abschneiden lassen. So kann es nicht bleiben. Nein, ein Zopf muss ich behalten. Ich will nicht als hässlicher Kahlkopf in den Kindergarten gehen. Recht hast du. Ich weiß gar nicht, warum alle mit dir schimpfen. Unsere Lotte hat es doch nicht böse gemeint. Sie wollte ihrem Kinde doch nur helfen. Mutterliebe denkt eben niemals an sich selbst. Und die Haare wachsen ja wieder. So schnell, wie sie abgeschnitten sind, wachsen die Haare nicht wieder. Auch der andere Zopf musste ab und ich sah abscheulich aus, wie ein Junge. Viel schlimmer aber war, dass Gerda bald darauf verschwand. Dann war der wichtigste Tag im Jahr da, der Heiligabend. Alle versammelten sich in der großen Stube, auch Großmama war gekommen. Der große Tannenbaum flammte, blitzte und glitzerte mit vielen, vielen Lichtern. Ich war so geblendet und benommen, dass ich vorläufig überhaupt noch nichts unterscheiden konnte. Außerdem musste ich ein Gedicht aufsagen. Von draus vom Walde komme ich her. Ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr. All überall auf den Tannenspitzen sah ich goldene Lichtlein sitzen. Und Gerda, mein süßes Gerdachen. Bist du wieder da, mein Kleines? Wo hast du denn bloß so lange gesteckt? Hast du dich denn gar nicht nach deinem Mütterchen gebangt? Komm, Annemiechen, du musst das Gedicht zu Ende aufsagen. Muss ich das, Fräulein? Ja, das musst du. Ich glaube, ich habe das ganze Gedicht vergessen. Dann wollen wir unsere Lotte das Gedicht nicht mehr aufsagen lassen. Frohe Weihnachten euch allen! Frohe Weihnachten! Frohe Weihnachten! Frohe Weihnachten! Na, Lotte? Gefällt dir dein Kind jetzt? Hast du auch schon gesehen, dass ihr deine Rattenschwänze an den Kopf gewachsen sind? Siehst du, Gerdachen? Jetzt hast du zwei Zöpfe, wie ich. Ein neues Kleidchen hast du auch? Ach, das hat dir sicher Großmama gestrickt. Ja, ich habe aber noch etwas, was mir Knecht Ruprecht für dich gegeben hat, Herzchen. Hier, sieh einmal. Ein Matrose! Ein großer Puppenmatrose! Da hat Knecht Ruprecht bestimmt gedacht, dass ich jetzt ein Junge bin, weil ich keine Zöpfe mehr habe. Danke, Großmama! Na, ein halber Junge bist du ja auch, Lotte. Der Matrose soll jetzt alle meine Puppen verteidigen, wenn Klaus mal wieder Krieg gegen sie spielt. Ja, gleich morgen! Nanu, ist das auch für mich? Das schenkt dir Frieda. Das ist ein Wunderknäuel. An dem sollst du stricken lernen. Da will ich gleich morgen damit anfangen. Ich stricke dir ein paar schöne Strümpfe, Frieda. Warte nur, bis du in die Schule kommst. Da lernst du stricken, Annemiechen. Ja, oder Nesthäkchen lernt es bei der Großmama. Richtig. Oh, fein. Dann kann ich es schon, wenn ich in die Schule komme. Ja, das dauerte nun nicht mehr lange.
Der erste Schultag rückte immer näher. Aber das ist eine andere Geschichte. Die erzähle ich euch das nächste Mal. Nesthäkchen, Nesthäkchen im ganzen Land. Bei allen Kindern bist du bekannt. Nesthäkchen, Nesthäkchen in nah und fern. Haben die Kinder dich gern? Ja, das war, als das Nesthäkchen noch klein war. Aber wir werden ja alle mal größer. Nesthäkchen auch. Also bis zum nächsten Mal, sag ich tschüss, euer Felix Lochnase.